Oh mein Gott. Oh, was für ein Albtraum. Ausnahmsweise bin ich mal froh, dass um diese Zeit noch das Telefon klingelt. Also vielleicht erst das Licht anschalten, sonst lege ich mich noch auf die Nase. Hi Doc, it's Zachary Henderson. You're not scheduled to visit until tomorrow, but she's gotten worse since we last spoke. Can you come out here today? I know it's late, but I just can't stand to see Emma suffer. Wir haben einen Auftrag. Und damit Shalom und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Angst, zu einem Special. Denn wir widmen uns heute dem Bonuskapitel. Ich bin mal gespannt, was wir hier erleben werden, was wir hier überhaupt machen müssen. Ich bin immer noch so, weiß nicht, geflasht vom Ende des Hauptspiels und das lässt mir einfach keine Ruhe. Was haben wir hier? Deospray oder Glasreiniger? Ich frage besser nicht nach. Die Hendersons machen sich Sorgen um das ungewöhnliche Verhalten ihrer Tochter Emma. Vermutlich ist sie krank, aber die Symptome sind mehr als seltsam und ihre Ursache nicht bekannt. Der nächste Termin ist am 5. Juni 1955 im Hotel der Familie. Okay. Achso, hat man gerade. Okay, da brauchen wir scheinbar eine Kombination. Okay. Was haben wir hier? Igitt, was ist das denn? Das muss aber sauber gemacht werden. Ja, da hast du wahrscheinlich, als das Licht aus war, beim 5 gegen Willi nicht gezielt. Na gut, dass wir Glasreiniger dabei haben. Jetzt noch abwischen. Jop. Nur wie? Was haben wir hier? Meine Kamera muss natürlich mit. Ah, ich hab's befürchtet. Was haben wir hier? Autoschlüssel, alles klar. Was haben wir hier? Ein Taschentuch. Damit können wir gleich mal die ganze Suppe hier runterwischen. Das Jahr, in dem ich meinen Abschluss gemacht habe. Natürlich! Und warum machst du jetzt nicht den Rest sauber? Ist es... Ach, okay. Ich frag besser nicht nach. Was war's? 1951. Mein Arztkoffer! Oder Erste-Hilfe-Koffer. War die olle Busfahrt-Troller Ärztin? Oder spielt die vielleicht gar einen ganz neuen Charakter? Das Motel ist ziemlich weit. Ich werde mit dem Auto fahren müssen. Na, dann fahr. Ah, Mann, ey. Da stellst du aber auch manchmal glatt an. Mensch. Das Motel sieht dann mal noch richtig ordentlich und schick aus. Die Terrasse vor den Zimmern ist abgeschlossen. Es ist ja auch schon sehr spät. Das Büro ist abgeschlossen. Ich sollte zurück ins Haus gehen. Ich war noch gar nicht im Haus. Okay. Scheinbar ist es eine Art Rückblende damals, als alles noch schick und schön war. Haben wir hier. Großartig. Jetzt ist der Griff natürlich abgebrochen. Das war schon so. Und so. Ja, Zachary gleich. Was haben wir hier? Autsch, so verletze ich mich garantiert. Sag mal, ist da ernsthaft eine sichere Puppe mit S-Draht drum befestigt? Heilige Scheiße. Wir trampeln durchs Getreide, wir trampeln durch die Sort. Hurra, wir verblöden, für uns bezahlt der Staat. Meine Güte, ich hätte den Weg kaum zurückgefunden. Es ist wirklich leicht, sich in den Maisfeldern zu verirren. Besonders nachts. Okay. Ja, Zachary, ich hab dich doch gesehen, Mann.
this might sound funny, but the gate is stuck, and I can't get it open for the life of me. Would you look around the office for the key? Maybe we can try it from your side. Auch Zachary, nischt kannst du. Da fehlt eine Art Scheibe. Nischt kann er, nischt kann er. Damals genau wie heute. Vor allem war die Tür nicht gerade noch abgeschlossen gewesen. Hä? So rum dran zu kommen, ist richtig. Na bitte, das Ding war ausgebrannt. Ich muss eine neue Glühbirne finden. Boah, erstmal ins Büro gehen, überall rumschnüffeln. Ja, und der Glühbirne, was haben wir hier? Ach, klauen wir auch. Viel zu dunkel drinne. Ich muss das Licht einschalten. Hm. Ja, gut, dann machen wir jetzt eine neue Glühbirne rein. Light. So, jetzt können wir weiter klauen. Man muss eine Art Ticket oder Karte reinstecken. Nö. Das geht nicht. Hm. Also die Hendersons können einem ja schon ein bisschen leid tun. Zuerst hier in der Rückblende der Doktor, der überall Geld klaut, Zeug durchsucht. Die Kasse scheint noch zu funktionieren, aber der Hebel fehlt. Hm. Damals gab es noch kein Telefon. Hier werde ich den Schlüssel bestimmt nicht finden. Zachary sagt, der Schlüssel ist eine Art Scheibe. Hat er gar nicht gesagt. Sie können lügen. Also wirklich. Jetzt habe ich die Lochkarte. Dicker, 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 dicker. Ah, oh, ein Minispiel. Oh Gott, ey. Ich muss die anderen Röhren zum Leuchten bringen. Das klappt anscheinend nicht. Okay. Warte mal, wir müssen also jede Röhre zum Leuchten bringen. Ach scheiße, das klappt so nicht. Okay, okay, okay. Okay, das sah schon mal ganz gut aus. Vielleicht. Ach scheiße, da komme ich eigentlich gar nicht zurück. Ah, okay, gut. Das hat ja funktioniert. So. Hm. Ich könnte jetzt so. Ach, arg. Ah, ich hätte vielleicht oben lang gehen sollen. Shit. Ah, eine einzige fehlt. Mann, ey. Hm.
Das muss doch funktionieren. Man, ach, wer bitte denkt sich solche dämlichen Rätsel aus? Mal ganz ehrlich. Fick dich, blödes Minispiel. Torschloss. Okay. Und seit wer denkt sich bitte sowas aus? Verrückt. Einfach nur verrückt. Okay, gut, es geht weiter. Wir haben jetzt das Torschloss. Total kurios. Okay. Hier war mal hinterher. Was haben wir? Um Brenner zu transportieren, bräuchte ich einen Korb oder so. Der Hund schläft, ich sollte ihn nicht wecken. Okay. Was haben wir hier? Schere. Klauen. Dafür werde ich ein ganz bestimmtes Werkzeug brauchen. Was ich sicherlich noch nicht habe. Okay. Alles zugewachsen. Emma, get back here. You weren't excused from the table, young lady. Ach, Abigail. I'm so glad you're here. Emma's got worse. She hasn't spoken for the past 2 weeks. I can tell there's something gnawing at her. But you won't tell me what it is. Ach, Abigail, wärst du eine bessere Mutter, wär's vielleicht auch kein Thema. Oder wärst du eine bessere Schauspielerin, dann wär's vielleicht auch kein Thema. Was haben wir hier? Da gab's noch keine Standuhr. We follow the yellow brick road. Der Zauberer von Oz. Man kann sehen, dass das Buch oft gelesen wurde. Wahrscheinlich ist es Emmas Lieblingsbuch. Ob hier noch mehr der Figuren rumstehen? Ich hab doch hier die Vogelscheuchenfigur. Die können wir doch gleich mal hier mit reinbasteln. Okay. Dann schneiden wir die ganzen auseinander. Ne, machen wir nicht. So. Können wir in die Küche? Nö. Der Ofen ist aus. Dann wollen wir mal nach oben gehen. Ach, da ist die Decke noch heile gewesen. Hier haben wir... Okay. Können wir vielleicht mit der Schere... Nee. Öffne mal was Neues. Es könnte ewig dauern, die Kombination zu erraten. Ich sollte mich danach umsehen. Ah, die Henderson haben echt kein Glück. Egal wer kommt, alle wollen sie ausrauben. Okay, hier haben wir zumindest schon mal den Zinnmann. Oh Gott, ey. Oh nein, das Kabel ist kaputt. Ich möchte nicht wirklich damit in Berührung kommen. Warum liegt denn da bitteschön eine Puppe im Aquarium? What? Im Bad habe ich nichts verloren. Okay. Hier haben wir den... Schemel. Okay. Sie hat sich eingeschlossen. Ich könnte versuchen, durch die Lüftungsklappe mit Emma zu sprechen, aber sie ist zu hoch. So. Ich kann Emma sehen, aber solange das Gitter angeschraubt ist, kann ich schlecht mit ihr sprechen. Aber wie kommt denn bitte schön die Figur hier oben hin? Wenn in meinem Medizinkoffer doch auch ein Schraubenzieher wäre, dann muss ich wohl improvisieren. Nehmen wir die Schere. Er sagt, er will improvisieren, aber... Naja. Gut, gucken wir mal. Jetzt haben wir noch... Fallen die Maschinenmenschen? Figur von Ella. Ich muss die fehlenden Teile finden. Die zerschnippeln wir jetzt so.
Okay. Die Löwenmähne kommt hier drauf. Die roten Schuhe kommen dahin. Der Strohhut kriegt sein. Der Strohmann kriegt seinen Strohhut. Und der Zimmermann hat eine Axt. So. Yay! Und nun? Ach, warte mal, ich habe doch eine Münze. Vielleicht kriege ich ja damit die Schrauben gelockert. Alles klar. Ja, ja. Einfach alles mitnehmen. Es wird schon irgendwas anfinden. So. Vielleicht würde sie die Tür aufmachen, wenn ich ihr Interesse wecken könnte. Was würde ihr gefallen? Ja. Tada, da freut sie, da lächelt sie. Jetzt macht's die Tür auf. Hoffe ich. Und das alles nur mit zwei Händen. Fett, fett, fett. Ja, da freut sie sich. Jetzt macht die Tür auf, du Schlamper. Mein Gott, ey. Geht doch. So. Hier kann ich meinen Koffer ablegen. Guck mal, ob wir was noch mehr machen. Hier haben wir den Stuhl. Jetzt macht's ein Foto, was? Emma scheint es wirklich ziemlich schlecht zu gehen. Und der Umstand, dass sie sich weigert zu sprechen, bereitet mir große Sorgen. Das ist sehr ungewöhnlich. Ich muss herausfinden, worin die Ursache für ihren Zustand besteht. Aber zunächst braucht das Kind Ruhe. Du befindest dich hier. Schön. Was ist das? Eine Polizeimarke. Moment mal, das ist eine Polizeimarke. Der Sheriff hat mir von Ermittlungen in dieser Gegend erzählt. Wie kommt Emma an die Marke? Zuerst kümmere ich mich um sie und dann war der Text schon vorbei. Okay. So, dann packen wir mal Erste-Hilfe-Koffer mal hier aus. Schauen wir mal. Ein Minispiel. Mist, ich hatte die Medizin schon fertig, aber die Schlaglöcher auf der Landstraße haben mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Blöd, ne? Also. Ich muss sie zuerst zerstoßen. Okay. So, die Drogen kommen erstmal hier rein. Okay. Tasse. Ach, ich hätte es vielleicht erst am Schluss reinmachen sollen. Okay. Warte mal. Lila. Blub. Rot. Und grün. Die Farbe stimmt nicht. Dann mache ich etwas falsch. Vor allem, wo hast du das gerade hingekippt, verdammt. Okay, erstmal nochmal wieder die Drogen zerstampfen. Gut, dann folgen wir halt diesmal der Anleitung. Zuerst kommt das Lila rein. Dann kommt das Rote hinein. Zum Glück haben wir einen unendlichen Vorrat an seltsamen Chemikalien. Dann kommt das Wasser in die Tasse. Die sich natürlich nicht auffüllt. Und dann kippen wir die Drogen rein. Oh yeah, Baby. Die Mixtur war perfekt, aber das ist das falsche Rezept. Ich muss ein anderes nehmen. Hä? Okay. Ah ja, zum Glück haben wir ja noch Drogen dabei, die wir kaputt machen können. Dann machen wir jetzt mal zuerst das Pulver rein. Dann nehmen wir Blau. Dann nehmen wir Rot. Dann nehmen wir Lila. Und dann verdünnen wir den ganzen Shit. Ach, das hat jetzt geklappt, oder was? Verrückt. Verrückt! Ich habe die Marke doch schon genommen. Du kannst die Hände runternehmen. Hier, trink erstmal die Drogen. Aus der leeren Tasse.
sehr authentisch. Schlaf, mein Kindchen, schlaf jetzt ein. Boah, crazy. Crazy motherfucker. Warum ist das... Warum wollte sie das Bild verstecken? Flashback time. Was für ein Chaos. Okay. Gut. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Ist das eine Spieldose? Da passt nur ein Notenschlüssel. In der Reihe fehlt ein Buch. Das Wachssiegel wirkt fehl am Platz. Nehmen wir es mit dem Notenschlüssel. So. Jetzt haben wir hier eine Zange, mit der wir augenscheinlich nichts anfangen können. Die Kurbel an der Mangel fehlt. So. Was ist das? Ah, okay. Warum nicht? Das Wachssiegel. Was haben wir hier? Das ist die Eichel. Eichel. Die Vase ist leer. No shit, Sherlock. Dann haben wir hier Blumen. Dann machen wir da einfach Dingsbums rein. Erstmal runterschmeißen, richtig. Die Kohle ist noch heiß. Okay. Dann schmelzen wir mal das Wachssiegel. Aber sonst nichts Besseres zu tun. Hier haben wir ein Buch, das kommt da rein. Dann haben wir hier den Pilz, okay. Dann haben wir hier eine Mixtur. Hier werden die kleinen Flaschen aufbewahrt. Die sind mit Farben gekennzeichnet. Dann machen wir mal blau zu blau. Grün zu grün. Und gelb zu gelb. Haben wir hier die Trauben, okay. Schauen wir mal. Oh mein Gott, die Spielkiste. I'll be there in just a minute, Mom. Hurry, Doc. Your car. Oh mein Gott. Hurry, Doc. Your car's on fire. Aber warum brennt mein Auto? Kann ich das bitte nochmal sehen, dass, oh mein Gott, was ist passiert? Nein! Es ist einfach eine Flamme aufgegangen. Da draußen, sehen Sie! Ja. Da hat dann wohl die Sounddatei gefehlt. Okay. Schauen wir mal. Warum zur Hölle brennt mein Auto? Wie kann das sein? Mein Auto brennt tatsächlich. Ich muss das Feuer löschen. Haben wir hier eine Pinzette? Oder was ist das? Ja, eine Pinzette. Ey, wie kann man nur so unselbstständig sein? Okay. Da haben wir den Schlauch. Mit bloßen Händen kriege ich das nicht auf. Ja. Okay. Okay, hier haben wir den Schlauch. Und dann spritzen wir mal auf unser Auto. Da muss auch ein bisschen nass gemacht werden. Ja. Das ist ja richtig lieb von dir. Da lacht mich auch dieses Stück Draht an. Alter, man hat echt kein Glück. Die Haustür klemmt, die Motelltüren klemmen. Hier sieht's aus wie Scheiße.
What? Okay. Gut, der kommt hier hin. Der kommt dahin. Der kommt dahin. Vom sie fallen wieder genau in die nicht senkrechte Position. Den Barschlüssel haben wir hier. Dann haben wir den kleinen hier. Den haben wir hier. Natürlich fehlt einer. Und nu? Ne, da passt hier doch nicht. Ich glaube, ich habe die vertauscht. Ne, habe ich nicht. Hä? Ach, jetzt passiert irgendwas. Ein Schlüssel fehlt und das ist garantiert der, den ich brauche. Oh mein Gott, ey. Okay, alright. Hier hast du deinen Drahtschlüssel. Oh mein Gott, shit's working. Ich bin Zachary wirklich dankbar, dass er mich hier umsonst übernachten lässt. Aber nach dem heutigen Tag kann ich bestimmt nicht gut schlafen. Vor allem heutiger Tag. Bin noch gerade mal ein paar Stunden erst wach. Oh. Früher war das noch ein anderer Automat. Großartig, jetzt ist der Greifarm natürlich abgebrochen. Damit werde ich nichts greifen können. Ich werde einen Ersatz für den Greifarm brauchen. Oh Mann, ey. Egal was du dir machst, egal was du anfasst, alles geht kaputt. Der Raum, wo die alte Kräuterhexe war. Ohne eine Kerze bringt die Laterne nichts. Was hast du gut erkannt? Was haben wir hier? Nein, nicht zurück. Ich will den verdammten Türknauf. Okay. Ohne das passende Emblem werde ich das Kästchen nicht öffnen können. Warum gibt es eigentlich überall so scheiß viele Embleme? Und das ist doch... Mit dem richtigen Werkzeug könnte ich das öffnen. Ich will kein Loch in die Schranktür schlagen. Der Griff wird ja schon irgendwo sein. Vor allem, hier sagt er, dass er den Schrank kaputt schlagen könnte, aber an diesem komischen kleinen Dings an der Seite, da braucht er natürlich erst das richtige Werkzeug für. Ah ja, nehmen wir uns mal ein Kissen und ein paar Decken, ein paar Bücher zum Schlafen, haben wir eine Zange. Das Regal ist im Weg. Okay. Ich brauche etwas Scharfes, um die Tapete aufzuschneiden. Alter, Doc, reiß dich zusammen. Okay, das ist nicht das richtige Werkzeug. Vielleicht kann ich ja mit der Zange... Nein, das geht nicht. Was haben wir hier? Oh mein Gott, Blut. Und ein abgebrochenes Lineal. Verrückt. Damit kann ich bestimmt die Tapete aufschneiden. Als ob das nicht mit der Hand besser gewesen wäre. Oh. Eine geheime Tür im Schrank. Das muss ich mir näher ansehen. Okay, was haben wir hier? Wenn ich mir so den Zustand des Zimmers betrachte und die Tatsache, dass der vorige Gast spurlos verschwunden ist. Ich sollte auch Zachary im Auge behalten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was hier eigentlich gespielt wird. Aber er steckt garantiert mit drin. Meine Ermittlungen werden es zeigen.
Ich dachte, ich bin Arzt. Verrückt. Hier, nehmen wir ein Kettchen mit Magnifying Glass. Nein. Das ist eine Kerze, okay. Meine Familie, die das Motel hier betreibt, hat irgendwas mit den vermissten Fällen zu tun. Sie sind alle sehr geheimniskrämerisch und verschwiegen. Aber ich glaube, ich habe den entscheidenden Hinweis gefunden. Ich muss allerdings erst auf Nummer sicher gehen, bevor ich es melde. Alright, was haben wir hier? Ah, Minispiel, ey. Das ist die kleine Ella, Emma, wie auch immer, da Zachary, wer auch immer, die Abigail, der andere. Was die Programmierer sind? Ich weiß ja. Okay. Und nu? Okay. Ein gemaltes Bild von einer Scheune. Okay. Und auf einmal sieht das Zimmer wieder schön aus. Okay, hier ein Buch. Einem Stativ fehlt ein Bein. Eine Polizeimütze. Ja, packen wir es erstmal hier unten hin. Um die Handschellen zu öffnen, brauche ich 2 Schlüssel. Okay. Aber es fehlt ein Bein. Tja, keine Arme, keine Beine. Haben wir noch ein Buch, packen wir auch hier unten hin. Da haben wir das Stativ. Das Fenster ist extrem schmutzig. Ist hier irgendwo ein Schwamm? Quietsch, quietsch, quietsch. Alright. Ach Mensch, da haben wir schon mal einen Schlüssel. Ich brauche auch den 2. Schlüssel. Okay. Verrückt. Verrückt! Was haben wir hier? Ein Sheriffstern. Noch ein Sheriffstern. Ein Pin-Up Boy Girl. Dann haben wir den großen Stern. Okay. Dann haben wir hier noch einen Pinoppel für das Dingsbums. Ne. Ich sagte Pinoppel für das Dingsbums. Okular, wie auch immer. Ja. Vielleicht ist der Polizist ein Spanner oder sowas. Gut. Okay. Ein direktes Bild der Scheune. Das ist die Scheune! Ich muss nur einen Weg durch das Feld finden. Oh mein Gott! Die Frau hat dort Dreck am Stecken. Ich weiß es ganz genau, dass die Frau Dreck am Stecken hat. Da leuchtet doch etwas. Ach, okay, ich bin wieder dagegen wart, okay. Haben wir hier noch irgendwas? Die Kiste leuchtet. Lass mir die Dosensuppe hier wegnehmen. Matchbox. Streichhölzer, auch nicht schlecht. Was ist das? Geister von Spielsachen! Ich werde sie finden müssen. Jetzt ernsthaft? Geister von Spielsachen. Spielzeuggeister? Oh mein Gott. Das Spiel wird von Mal zu Mal immer lustiger. Ja. Spielzeuggeister. Oh Gott. Ah, Kerze, genau. Jetzt nur noch anzünden.
Gulasch. Nehmen wir mal die Streichhölzer. Das ist eine sehr schöne Kerze. Ich habe mal gehört, Kerzen halten nicht lange, wenn man sie nicht anzündet. Okay. Und hier brauchen wir das Hammer-Emblem. Ich habe jetzt so viel Scheiße mit ihnen. Naja, hier mal wieder zurück. Zachary muss abgeschlossen haben. Nun ja, es ist mitten in der Nacht. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Zu dunkel, um irgendwas zu sehen. Ob ich den Schrauch ein wenig zurückschneiden kann? Mit der Zange. Nein. Wir verbrennen ihn. Auch nicht. Schade. Ach, knie mal den Estrad einfach ab. Da haben wir die Sense. Machen wir noch so. Und so. Zack. Haben wir eine Puppe. Oh Gott, Spielzeuggeister. Ich komme gerade nicht drauf klar. Ich komme echt nicht drauf klar. Scheiß Rosenbusch. Du willst Romantik, komm ich. Nein. Einen Hebel. Oh, der Hund ist wach. Der Hund versperrt mir den Weg und er sieht nicht allzu freundlich aus. Hammer-Emblem. Gulasch. Ah, ich brauche einen Dosenöffner. Natürlich, wäre ja auch sonst zu einfach. Es wäre ja sonst zu einfach. Okay. Nicht wundern, ich habe den Hebel gefunden und ich glaube, der gehört ja in die Kasse. Ba-bing. Das ist ein seltsamer Schlüssel. Yep. Gebe ich dir vollkommen recht. So, zurück in das Doktors Zimmer. Dann machen wir jetzt mal hier den Jack in the Box auf. Oh mein Gott. Das stimmt nicht. Oh nein, ich will nicht zurück. Mann. Ich will dieses verfluchte Bein hier aufheben. So, jetzt noch den Hasenkopf. Creepy. Aber das macht sie echt nicht besser gerade. So gut wie neu. Warte mal, wir haben noch jetzt ob ich damit die Geister besänftigen kann? Tatsache. Puppe im roten Kleid. Oh Gott, ey. Wir brauchen noch die... Sieht aus wie eine Matroschka. Der Plüschhase. Noch eine Creepy-Puppe und eine Spielzeuglok. Okay, ich glaube, hier finden wir... Der Sichel? Ernsthaft? Tatsache. Ein goldener Dosenöffner. War bestimmt eine Preisauszeichnung für, keine Ahnung, die dicksten Maiskolben jenseits des Mississippi. Ganz bestimmt. Wir gehen durch. Das sieht mir nach der Matroschka aus. Erstmal machen wir mal Gulasch auf. Jutes Gulasch. Alles Rinder. Ach, braver Hund. So, da haben wir den Matroschka. Oder auch runde Puppe, was auch immer. Ach, das könnte passen. Okay. Ah. Ah. Ne, das war falsch. So. Dann haben wir Ditte hier. Das wird zu einfach. Das ist bestimmt da hier unten. Na, nochmal von vorne. Gut, den. Dann, na, haben wir diesen hier.
Dann machen wir den. Den. Und zum Schluss noch diesen hier und zack, wir sind mal wieder erfolgreich eingebrochen. Ja, war doch einfacher als gedacht. Was haben wir hier? Eine Dose, Blumen. Ja, ein Holzkorb. Ich brauche Brennholz, um den Kamin anzuzünden. Alter, die Puppe im Aquarium, also ich komme nicht drauf klar. Was haben wir hier? Keine Ahnung. So. Ein Geistermädchen. What? Das Cello? Ah, nur ist schon mal eine Seite richtig gestimmt. Jetzt muss ich nur noch die anderen drei stimmen. Okay, das passt. Passt auch. Ah. Das war der falsche. Der hier oben muss noch richtig gestimmt werden. Passt. Ich bin zwar kein Musiker, aber ich glaube jetzt schon die Tonlage. Ach! Das Cello hat sich geöffnet. Verrückt. Verrückt. Kleiderbügel nehmen wir auch mit. Zumindest den Haken. Können wir mit der hier quatschen, oder? Ich bin hier gerade einen Geist gesehen. Die braucht jetzt ärztliche Unterstützung. Oder auch nicht. Ja. Okay. Feuer gleich Schatz. Was mag das zu bedeuten haben? Können wir die Kreide mitnehmen? Ein Flachmann voller Feuersequenzien. Was haben wir hier noch? Klebeband kann man immer gebrauchen. Ist das Klebeband? Ja. Okay. Gut. Ich glaube, ich werde mal für ein schönes, gemütliches, heimisches Feuer sorgen. Ja. Boah, Scheite. Ach, ein Schürhaken. Praktisch. Oder auch Spieß. Nachts ist die Haustür... Nee, natürlich ist die Haustür nachts abgeschlossen. Aber wir sind ja schlau, wir brechen durchs Fenster ein. So. Holz. Dann noch ein bisschen Anzünder drüber. Soll ja schön brennen. Und dann Light a Fire. Splush. Ach, guck mal, na schau, mit den Händen kann ich nicht ins Feuer greifen. Ich brauche etwas Langes, um daran zu kommen. Vielleicht habe ich etwas Langes in meiner Hose, nämlich den Spieß. Okay. Gehe in Richtung Mast, dann gehe 5 Schritte vorwärts und nimm den Weg rechts. Biege dann links ab und folge dem schmalen Pfad zwischen dem Mais, bis du die Scheune siehst. Okay, praktisch. So, der Wuffi, Hasso, Hundi, wie auch immer, frisst noch schön seinen Gulasch. Und dann werden wir uns mal auf das Maisfeld begeben. Jetzt haben wir eine Richtung. Und da sind wir. Ich muss erstmal den Mais beseitigen und dann dieses riesige Schloss aufkriegen. This is what she said. Das ist das Polizeiauto. Ohne Schlüssel wird das nichts. Oh, überall können wir einbrechen, ja? Nur da nicht. Ich verstehe es nicht. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Dann werden wir mal in das Polizeiauto einsteigen. Nach dem Schlüssel suchen, damit wir die Heck-Kofferraumklappe aufkriegen. Und dann werden wir uns in die Scheune begeben.
Aber das passiert alles erst in der nächsten Folge. Ich sage bis hierhin danke für eure Zeit, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Ihr seid ja immer noch dran. Hä? Okay. Zur Feier des Tages, weil es so schön war und für das Special selber 10 Abonnenten. Mann, ich bin stolz wie Baller. Ich bin freue mich wie so ein Schneekönig. Darum gibt's jetzt gleich direkt im Anschluss den zweiten Teil des Specials von Angst. Zum letzten Mal. Alles klar, dann bleibt dran, stay tuned und wir sehen uns. Ihr seid noch da? Gut, dann geht es jetzt weiter mit dem Let's Play. Viel Spaß. Shalom und herzlich willkommen zurück zum Special Angst, das Bonuskapitel. In der letzten Folge sind wir als scheinbar neuer Charakter als Arzt zu den Hendersons gefahren, um Emma zu behandeln. Emma sieht Geister und wir haben den Geist auch gesehen. Außerdem sind wir mal wieder mehrfach in das Haus der Hendersons eingebrochen, haben unser brennendes Auto gelöscht, haben einen geheimen Raum gefunden und sind jetzt im Polizeiauto und werden schauen, was zur Hölle hier los ist. Gut. Wer mein Let's Play des Hauptspiels verfolgt hat, wird vielleicht ein kleines Déjà-vu haben. Es gab nämlich eine Art kleines Minispiel in diesem Polizeiauto-Dingsbums. Verschlossen. Ein normaler Schlüssel wird hier nicht weiterhelfen. Na, zum Glück haben wir doch die Marke. Hier haben wir ein paar Murmeln. Sind das Murmeln? Tatsache Murmeln. Verrückt. Aber das Turnband. Okay. Das ist ein bisschen seltsam. Aber gut. Aber diese Paparazzi. Der Sheriff hat recht. In der Scheune geht etwas Sonderbares vor sich. Ich sollte im Kofferraum nachsehen, ob da nicht etwas drin ist, womit ich in die Scheune komme. Jetzt haben wir auch den Schlüssel. Sollen wir mal mit dem richtigen Schlüssel irgendwas machen? Das ist echt seltsam. So. Eine Signalpistole könnte sehr nützlich sein, aber nicht ohne Munition. Hier fehlen ein paar Murmeln. Warum hat der Polizist ein Murmelspiel in seinem Kofferraum? Ich verstehe es nicht. Naja, was soll's. Okay. Das sieht mir ein bisschen aus wie Mensch, ärgere dich nicht nur anders. Okay, schauen wir mal, die machen wir mal hier zwei im Sinn. Der kommt nach hier unten, das heißt, ich kriege dann den hier lang und kann den roten hier unten voll machen. Aber ich sehe gerade, die sind gelb untermauert, grün und rot, das heißt, ach, die müssen gar nicht hier rein. Na, herzlichen Glückwunsch. Gut, alles klar. Dann einmal nach hier oben. No. Und du auch, du kommst dahin. Okay, alles klar. Dann schiebe ich die mal hier hin. Du kommst dahin. Du kommst hier hin. Du kommst hier hin. Dann können wir das so machen, dass der hier hinkommt. Alles klar. Wie kriege ich jetzt den grünen hier raus, sodass der gelbe hier hinkommt, ohne irgendwas zu blockieren? Weil genau das tue ich gerade. Ah. Vielleicht. Ne, Moment. Moment! Ha, so wird ein Schuh draus. Dann kann ich den hier hinten hinpacken.
Der kommt nochmal hier oben hin, damit ich den Farblosen rauskriege. Perfekt. So macht man das. So geht das. Nu. Und der kommt dann hier hin. Ah, oh mein Gott, der Hase. Der Plüschbunny. Plüschhase. Okay. Nichtsdestotrotz brauche ich immer noch Munition. Aber wo finde ich die Munition? Hm. Ich habe immer noch Haken. Huh. Und das sieht ein bisschen creepy aus mit den Figuren, mit den Kutten hier. Das ist, ich würde zumindest sagen, dass das Spiel nicht sehr kinderfreundlich ist. Hm. Hm. Aber vielleicht ist auch die Munition für die Pistole im Zimmer des Verrückten. Hm. Gucken wir mal. Zuerst haben wir noch ein bisschen Spielzeug. Was war? Geisterspielzeug. Ey, wirklich. Geisterpuppen. Okay, Spielzeuggeister. Hm. Oh. Nee, wirklich. Also das... Okay. So, zurück ins Haus. Haben wir vielleicht irgendwo die Lokomotive? Okay. Aber wie muss ich hier rankommen? Vielleicht kann ich ja mit dem Haken. Oder mit dem Spieß. Ja, das geht. Alles klar. Puppe im weißen Kleid. Ja, ich weiß, im Bad habe ich nichts verloren. Wo zum Teufel kriege ich Lokomotive her? Ich habe ja schon nahezu alles abgesucht. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas? Nee. In der Küche komme ich auch nicht. Hm. Bello frisst doch immer sein Gulasch. Ah! Wir haben ja hier immer noch den Spielzeugautomaten. Und ich denke mal, dass wir hier bestimmt die Lokomotive finden werden. Okay, alles klar. Noch festmachen. So. Das müsste reichen. Ich sollte es mal versuchen. Na bitte, geht doch. Und ich dachte, bei diesen Jahrmarktspielen gewinnt man nie. Düdüm. So, jetzt haben wir auch die restlichen beiden Spielzeuge, um die Geister zu beruhigen. Hm. Puppe im weißen Kleid. Und die Holzlok. Okay, was passiert jetzt? Erdbeben. Erdbeben! Was um alles in der Welt war das? Da ist was runtergefallen. Okay, das sieht aus wie die Munition. Hm. Sonst haben wir hier nichts. Okay, dann kürzen wir mal ein bisschen den Weg ab. Zurück zur Scheune. So. Yay, eine Signalpistole. Hm. Also wenn das nicht den Nachbarn im Umkreis von 5 Kilometern geweckt hat. Da liegt unsere Munition. Gucken wir mal, was haben wir hier Schönes. Ich muss alles dem Schema entsprechend anordnen. Okay. Hat die Olle irgendwie... So ein böses Ritual gemacht, oder was? Okay. Okay.
Jo, ein paar Samen. Samen. Ich guck mir erstmal das Schema an. Reflektierende Scherbe, Geist der Erde, Haarlocke, Wunsch der Wiedervereinigung, Kindheitserinnerung, natürliches Licht, Ritual der Wiederbelebung. Alter, will sie ihre tote Tochter zurückholen? Das sieht wie eine Art Ritualanweisung aus. Sollte ich versuchen, es durchzuführen? Okay, nochmal. Geist der Erde, was mit Erde vielleicht hier? Okay. Was kommt? Ha! Okay, was haben wir hier? Das sieht aus wie eine Kerze. Da können wir das und das machen. Das kommt in der Mitte, weil die wollen wir ja wiederbeleben, die alte Schnepfer. Was haben wir hier? Ein Tuch. Ah, hier passt das. Okay. Dann haben wir hier einen Stein. Geist der Erde, alles klar. Dann haben wir... Das passt da nicht. Vielleicht hier. Auch nicht. Trail and Error. Trail and Error. Das passt auch nicht da. Da auch nicht. Hier vielleicht. Wo passt dann dieses hässliche Armband? Was haben wir hier? Federn. Ah, die passt da. Wunderbar. So, was haben wir hier? Den Handabdruck. Oh. Das war nur geraden, aber egal. Dann haben wir hier... Wo passt das? Wiedervereinigung, okay. Ich sollte nochmal auf den vorherigen Seiten nachsehen. Ich könnte etwas übersehen haben. Hier haben wir auf jeden Fall erstmal die Haarlocke. Die... dahin kommt. Alles klar. Blume. Blume? Blume! Okay, passt. So, Wasser, Samen und innerer Kreis. Gut, das hat da gepasst. Wo kriegen wir jetzt Wasser her? Ach, Mensch, eine Pfütze. Okay, Wasser kommt dahin. Innerer Kreis. Okay, das Armband kommt dahin. Jetzt brauchen wir noch eine Kerze. Habe ich irgendwas übersehen? Ach ja, hier. Oh. Boah. Die Puppen. Ey, die Olle ist doch echt krank. One child gone and one child in. The switch is made. Let it begin. What? Eine schauspielerische Meisterleistung. Ihre eigenen Toys oder was? You can't stop me now. Ja, ist ja gut. Ich habe Angst. Ich stecke in großen Problemen. Die Dämonen, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Okay. Hat sie also die Spielzeuge angefasst. Das mit der Kiste war eine Falle. Abigail wollte ihre leibliche Tochter Ella mit verfluchten Spielsachen und Emmas unfreiwilliger Hilfe wieder erwecken. Ich hoffe, dass Ellas Geist nun Frieden finden und Emma mit ihren Eltern glücklich wird. Gemeinsam mit Zachary werden wir die Kiste verschließen und vergraben. Hä? Sag mal, spoilert sich das Spiel selbst oder was? Verrückt! Und nun? Oh mein Gott.
Hier ist ein Armband. Ha. Huh. Verrückt. Im Bad habe ich nichts verloren. Ja, bla bla bla. Oh, was soll ich jetzt machen? Habe ich noch irgendwas, was wir einstecken können? Ja, haben wir schon geklärt. Hm. Der Abigail hat also mit einem okkulten Ritual versucht, die Tochter wieder zu beleben. Freaky! Hm. Haben wir hier vielleicht irgendwas? Hier war nichts. Gehen wir nochmal in unser Zimmer zurück. Haben wir vielleicht irgendwas übersehen? Hm. Hier haben wir die Kiste. Tja, Kiste. Hm. Haben wir vielleicht noch irgendwo irgendwas? Ja, das haben wir schon alles zigtausendmal durch. Was machen wir, was machen wir? Waren wir auch schon. Also scheinbar hat hier Mutti Abigail auch den Polizisten umgenietet. Naja, wissen wir, haben wir schon gelesen. Dann nochmal zurück zur Scheune. You can't stop me now. She already touched the toys. Hier kannst du haben. Das war ja simpel. Okay. Hey, die Sonne kommt mir bekannt vor. Alright, Doc. Let's finish this. I don't know exactly what this thing is, but I do know we'll be better off if it's gone and buried. Okay. I found a car for you to use, but before you go, we'd be really grateful, you know, if you kept what happened here tonight to yourself. Das ist schön. Thank you, Doc. Take care. What? Oh, Ellie. My darling girl. Opiumhöhle. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Crazy. Einfach nur crazy. Die Mutter hat echt nicht mehr alle Latten am Zaun. Ein okkultes Ritual, um ihre Tochter wieder zu beleben. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ja. Yeah. Okay. Das war Angst. Das Bonuskapitel, in dem wir die Vorgeschichte kennengelernt haben, was ist passiert, warum sind alle so abgedreht und alle so abgefreakt. Heftig, einfach nur heftig. Das schauspielerische Talent, vor allem von der Mutter. Ich bin begeistert. Ich kann gar nicht in Worte ausdrücken. Ich krieg da gar nicht mal richtig zusammen. Also es ist wirklich heftig. Also, boah, ey, wirklich, Grimme-Preis mindestens. Die goldene Himbeere, der goldene Bär und wie auch immer alle ganzen Preise heißen, die haben es verdient. Ganz, ganz definitiv haben die es verdient. Okay, ich danke für eure Zeit. Vielen Dank, dass ihr mich nochmal begleitet habt, um das Bonuskapitel von Angst durchzuspielen. Ich hoffe, euch hat das ganze gesamte Let's Play gefallen. Vielleicht entscheidet ihr euch ja, das Spiel selbst euch zu kaufen, um es selbst noch einmal zu versuchen. Ich würde mich freuen, der Entwickler würde sich freuen, weil ganz ehrlich, ich hatte irgendwie Spaß gehabt. Es gab viel zu lachen und es gab Momente und es gab auch andere Momente, die da nicht so schön waren oder auch nicht. Wie dem auch sei. Vielen, vielen Dank auch an euch. Es ist übrigens mein erstes Let's Play, was ich abgeschlossen habe. Hooray!
Alles klar, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ruhig einen Daumen da. Wenn ihr weiter solche Let's Plays sehen wollt, kommt öfter mal vorbei. Von mir aus abonniert mich, folgt mir auf Facebook, Twitter und wo auch immer ich noch überall angemeldet bin. Da gibt's auf jeden Fall immer die aktuellsten Shit zu sehen. Bis dahin, macht's gut, tschüss und ciao und was auch immer.